Ethan Hunt und seine treuen Begleiter Benji Dunn und Luther Stickle müssen unter der Leitung des neuen IMF-Chefs Alan Hunley die Welt vor einer nuklearen Katastrophe bewahren. Nach einem verpatzten Auftrag des IMF gerät eine Terroristengruppe mit dem Namen Die Apostel an waffenfähiges Plutonium. Schnell wird klar, dass hinter der Gruppe der inhaftierte Ex-Agent Solomon Lane steckt, der die Fäden aus dem Gefängnis herauszieht. Als Hunt selber unter Verdacht gerät, ein Mitglied der Apostel zu sein, wird ihm der eisenharte CIA-Agent August Walker zur Seite gestellt. Für Hunt ist klar, dass er fortan auf eigene Faust agieren muss. In einem Wettlauf gegen die Zeit und einer Jagd durch die halbe Welt müssen er und sein Team die Atombomben finden, um die Welt vor der größten Katastrophe aller Zeiten zu beschützen. Das ist eine ganz miese Idee. Hat er denn jemals eine gute? Mal ehrlich. Zieh dich um. Du begreifst nicht, worauf du dich da einlässt. Die CIA wurde infiltriert. Ich traue Walker nicht. Ich traue niemandem außer euch. Wir müssen das allein durchziehen. Wenn sie untertauchen, ist er autorisiert, sie zu töten. So läuft der Job. Entschuldigt sie! Keine Bewegung! Nichts für ungut. Benji, hol den Wagen. Wenn die Uhr stehen bleibt, wird Ethan Hunt jeden verlieren, der ihm jemals wichtig war. Run for your life! Akzeptieren Sie es, Ethan. Diesmal haben Sie verloren. Vorbei ist vorbei. Es ist erst vorbei, wenn wir sagen, dass es vorbei ist. Ethan, wo bist du? In einem Hubschrauber. Du kannst einen Hubschrauber fliegen? Showtime. Mission Impossible 6 Fallout, seit dem 2.8. in den deutschen Kinos. Ich konnte ihn jetzt auch endlich gestern sehen und ich möchte euch jetzt hier natürlich mal darüber berichten, wie mir dieser Film gefallen hat. Ja, wieder einmal muss Ethan Hunt mit seinem Team, also Tom Cruise, zusammen mit Benji, gespielt von Simon Pegg, und Luther, gespielt von Ving Rhames, unter der Regie des neuen IMF-Chefs, gespielt von Alec Baldwin, die Welt retten. Ich habe es ja gerade schon kurz erzählt. Ja, erstmal so ein paar Fakten zu dem Film. Der Regisseur ist Christopher McQuarrie und der Film dauert 144 Minuten, also ein ganz schönes Brett. Das Besondere an der Regie, wie gesagt, von Christopher McQuarrie ist, dass es jetzt zum ersten Mal ist, dass ein Regisseur zwei Teile von Mission Impossible gemacht hat. Es fing alles an 1996 mit Brian De Palma als Regisseur. Es folgte John Woo, J.J. Abrams, dann Brad Bird und dann beim letzten Mal bei Rogue Nation war schon Christopher McQuarrie am Start als Regisseur für Mission Impossible. Und Christopher McQuarrie und Tom Cruise sind ja auch keine Unbekannten, also auch untereinander kennen sich ganz gut, denn McQuarrie hat unter anderem schon Regie geführt bei Operation Valkyrie, Jack Reacher oder auch Edge of Tomorrow. Ich glaube, bei Rogue Nation hat er sogar am Drehbuch ein bisschen mitgearbeitet. Ja, und so ist es kein Wunder, dass die Produzenten, unter anderem auch Tom Cruise unter den Produzenten, ja, sich gedacht haben, ja, lassen wir diesen Christopher McQuarrie nochmal dran. Und ob er irgendwas Gutes zustande gebracht hat bei diesem Film, der freigegeben ist ab 12 Jahren FSK-mäßig, das werde ich euch jetzt erzählen. Also, ich war gestern unter anderem auch zum ersten Mal im IMAX und muss sagen, das hat mir schon wirklich gut gefallen. Und der Film, der hat mir noch besser gefallen. Also, da seht ihr schon gerade mein erstes, erstmal sehr subjektives Urteil. Der Film bietet wirklich 148 oder 144 Minuten, ist er, glaube ich, nonstop fast Action vom Allerfeinsten, meiner Meinung nach. Tom Cruise spielt sich die Seele aus dem Leib, zumindest in den Action-Szenen. Und auch alle Nebendarsteller oder Sidekicks, wie zum Beispiel Henry Cavill, der jetzt als August Walker neu in das Team einsteigt. Und ob er drin bleiben wird, ja, werden wir sehen, das müsst ihr euch selber anschauen. Bieten wirklich tolle Unterhaltung die ganze Zeit. Es sieht witzig und die Action, die Motorradstunts in Paris, die Stunts, Hubschrauberstunts zum Finale des Films, finde ich wirklich atemberaubend. Und das ist so alles so ein bisschen,
ja, so handgemachte Action finde ich noch, so wie früher die Filme von Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger. Natürlich gibt es auch einige Sachen, die computeranimiert sind, denke ich mal zumindest, oder computerunterstützt. Aber Tom Cruise ist ja auch bekannt dafür, dass er viel Action selber dreht und sich nur sehr ungern von Stunt-Doubles vertreten lässt. Und das sieht man auch in vielen Szenen, dass das wirklich sehr authentisch ist und sehr realistisch rüberkommt. Und er soll sich ja, oder hat sich ja auch bei den Dreharbeiten bei einem dieser Sprünge von einem Haus in London zum anderen ja wohl auch Knöchel gebrochen oder ein Bein, weiß der Buckel, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist der Film meiner Meinung nach absolut sehenswert. Nicht nur sehenswert, sondern ja, super unterhaltende Action-Unterhaltung, wie man sich eigentlich wünscht. Der ist natürlich relativ schnell geschnitten, zu vor allen Dingen in den Action-Szenen, aber dann hat er auch wieder seine ruhigen Passagen, die so ein bisschen oldschool-mäßig rüberkommen, finde ich zumindest. Und ja, der Film hat zwar wirklich weit über 2 Stunden Spielzeit, aber die vergehen wie im Flug. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vorher noch gar nicht so ein riesen Mission Impossible-Fan, aber jetzt bin ich einer, weil der Film, der kommt wirklich jetzt mittlerweile in diesem Jahr zumindest zu den Top-Filmen bei mir hinzu. Und ich finde, den muss man sich angesehen haben, wenn man Kino-Fan ist und wenn man vor allen Dingen auch Action-Fan ist. Deswegen, ihr hört schon, ich kann Mission Impossible 6 Fallout nur empfehlen, geht rein, guckt ihn euch an. Ich fand ihn wirklich klasse und kann ihn auch nur weiterempfehlen. Ich hoffe, diese Review hat euch ein bisschen weitergeholfen, um es nochmal zum Abschluss zu bringen. Ich würde Mission Impossible 8 von 10 Punkten geben und das ist schon eine sehr hohe Wertung, wie ich finde. Und deswegen kann ich nur sagen, anschauen, 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 geht rein, macht euch euer eigenes Urteil, postet es vielleicht mal hier unter meinem Video. Bis jetzt habe ich ja noch nicht einen einzigen Kommentar gekriegt, aber bei 3 Videos muss man ja natürlich jetzt auch nicht gleich zu gierig werden. Also, Christopher McQuarrie als Regisseur zum zweiten Mal macht eine Bombenarbeit. Ich finde noch besser als beim letzten Mal bei Rogue Nation. Und deswegen ist der Film für mich eine Top-Empfehlung und ich möchte euch raten, guckt ihn euch an, wenn ihr über 2 Stunden Spaß haben wollt. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst, euer Christoph von Readplay.